Hallo, ich bin Glenn, Journey Practitioner bei der Journey, die Journey nach Brandon Beige, und habe die große Freude, heute hier mit Sonja Kuhner zu sitzen. Hallo. Die ebenfalls auch Journey Practitionerin ist. Und jetzt hast du dich ja entschieden, weiterzumachen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ja, das war eigentlich direkt dann nach dem Journey Intensive, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich machen. Ah, okay. Ich möchte unbedingt die Arbeit machen. Und warum möchtest du die machen? Weshalb war der Grund für diese Entscheidung? Weil das einfach irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, dass das zum ersten Mal genau das ist, was mir liegt irgendwie auch, wo es nicht darum geht, irgendwie, weiß nicht, also wo es darum geht, wer ich bin irgendwie, und dass ich das, was ich bin, irgendwie da mit einbringen kann. Und nicht darum geht, nur irgendwie, was weiß ich, mordsgeschäftig zu tun oder, also sondern wo es genau um dieses Dasein irgendwie einfach geht. Mhm. Und wie war denn das? Du warst ja auch logischerweise danach beim Fülle-Seminar, richtig? Wie hast du das Fülle-Seminar erlebt? Ja, da war ich 2 Wochen danach. Das war ja das Krasse. Oh, wow. Ich habe mich dann direkt entschieden, dass ich weitermache. Und dann wäre das nächste dann erst ein Jahr später gewesen in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich gleich. Also war richtig schnelle Entscheidung. Und dann habe ich auch in dieser Zeit von dem Intensive zu dem 1 oder 2 Wochen, ich weiß gar nicht, habe ich auch noch gucken müssen, dass ich das irgendwie finanziert bekomme. Und mein Papa hat mir dann geholfen. Ah, schön. Also ich habe dann einfach gedacht, ja, ich möchte das machen und ich bitte ihn darum, mir da zu helfen. Und er hat das für mich übernommen. Und wie hast du das erlebt, das Fülle-Seminar? Was hat das mit dir gemacht und wie hast du das erlebt? Das war auch total befreiend irgendwie. Ja. Ich kann mich da noch erinnern, wie ich so gelaufen bin. In der Natur waren wir draußen und dann kommt immer so die Fragestellung, wer bin ich? Und dass ich da so einen Moment hatte, wo so wie so ein Schleier gefallen ist und ich einfach nur noch irgendwie Dankbarkeit und irgendwie, also total intensiv irgendwie, das war richtig befreiend für mich. Und dabei ist auch dieses Bild entstanden, was ich jetzt hier kurz mal zeige. Das ist genau auf diesem Seminar entstanden, ne?